Servus Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Beim letzten Mal haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt: Barret, Cloud und Red 13. Also Red 13 sind ein Team und Tifa und Aerith sind ein Team. Ich wette, du kommst raus. Komm her. Ich kann dich nicht treten. Ich würde zwar niemals den Hund treten, aber ich wette, du kommst raus. Irgendwann. Gar nichts hier. Das ist verdächtig. Da muss irgendwo was kommen. Na? Ihr vielleicht? Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die nicht rauskommen. Es ist bestimmt die Bloodborne. Komm raus und dann muss ich gegen sie kämpfen. War ja klar. Wobei im Bloodborne kann ich sie so angreifen, ohne dass sie irgendwas. Das war blöd. Habe ich gerade einen Hund weggeboxt? Nee, Blitzra. Ja! Zwei sind weg. Warum fühlt sich Tifas Gruppenleiste so schnell? Oh, weggeboxt. Guckt euch das an, wie schnell sich das auffüllt. Gleich alle. Alle verkloppt. Was zum Henker? Alle weggekickt. Ein super Trank hinterher. Gut, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich war. Da muss ich lang. So, ich wollte schon in den Käfig reingehen. Tiefer im Käfig. Ja, ein bisschen weiter, dass ich den dann auch gucken kann, auch wenn ich weiß, dass du dort deine Hose trägst. Mitgetreten. Oh nein, diese komischen Arztstühle. So, da kann ich verstehen, dass Leute Angst vor dem Zahnarzt haben. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Dead Space. Spiel Cloud von allen. Cloud, weil Cloud, haha. Was für ein Witz. Ich sollte Komiker werden. Und nicht mit solchen Witzen. Boah, 5000. Das reicht zum Schocken. Was ist das denn? Ich will jetzt boxen. Wie das nervt. Ja, toll, ich. Egal. Trick es. Oh ja. Ey. Mal das Ganze. Boah. Gewonnen. Boah, mit Tifa kämpft sich richtig gut. Ich wette, es ist daraus gebrochen. Ist jetzt wieder da vorne? Ja. Sollte ich mich heilen? Ja, komm. Ein Trank kann nicht schaden. Okay, ich würde da jetzt rein. Eine Truhe. Wie komme ich da ran? Wahrscheinlich von der anderen Seite, wenn ich irgendwann das Tor aufmache. Mehr Megabestien hier. Nix. Da geht's nach oben, da geht's weiter. Nee, das ist einfach nur zum Haus gucken. Also nach oben. Sieh mal, da oben können wir lang. Jetzt balancieren. Ihr meint Mädels. Ich hoffe, ihr kennt das gut. Die ganze Zeit juckt mein Ohr. Nein, das sind doch diese Tiere von gerade eben.
Wobei, die sind nicht so schnell stark gewesen. Das eine habe ich auch verkloppt. Aber das war nur alleine. Bitte, dieses Rohr bricht ab. Warum müssen die beiden auch gemeinsam da drüber gehen? Egal, das da. Hörst du auf? Oh, Kinnhaken. Verpiss dich! Nein, wird nicht geknuspert. So, jetzt. Ich kann mich heilen. Nee, ich greife an. Beide! Ja! Kinnhaken! Hey! Hitz das Tier mal! Hä? Das Tier! Gute Arbeit! So ist er nicht schon tot. Eigentlich brauche ich bei Tiefe gar keine Magie. Und bösen Geschwister, tiefer. So, dann gehe ich nochmal da hoch, hol die Truhe und dann kraxle ich da unten durch. Du könntest doch hier warten, Arizona, nö? Ja, und langsam habe ich mir den Namen gemerkt. Nicht Arif, sondern Aris. Die Frage ist nur, wie lange dauert das Spiel noch? Ich habe schon über 60 Parts oder so. Mann, Mädels, steh nicht im Weg. Oh, ich hasse dich gerade. Kann ich dich nicht runterschubsen? Das würde ich dir natürlich niemals antun. Ich meine. Das stimmt erst einmal. So. Da vorne ist wieder bestimmt das zum Öffnen. Hier geht es raus. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wer es gesagt hat. Aris oder Tifa? Auf jeden Fall hasse ich ihn auch. Ja, zack und dann verfehlen. Okay, da geht's nach unten. Da geht's nach oben. Jetzt mal schön verfehlen. So, ich bin drei Raketenwerfer. Oh. Der Hieb, der macht zu viel Schaden. So, und jetzt kann ich Gebet. Nochmal Blitz, die Dinger nerven gerade. Ich glaube, das One-Hit-D. Aua! Oh, ich hasse euch Drecksgestalten. Ja, ich weiß, es sind Maschinen, aber trotzdem. Ich könnte mich auch einfach schützen, aber nee, ich will das jetzt endlich loshaben. Oh, eins ist tot. Hat Blitz hier überhaupt was gebracht? Schnell! So. Mach. Aua. Auf Hochtouren ist echt geil.
Nochmal. Wenn es gegen die Maschinen nicht viel bringt, aber egal. Gib endlich auf. Es ist nicht geschafft, dass es explodiert. So, muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Bin ich hier gelandet? Bei Ayan. Ah. Ganze Aufwand nur damit die unten lang können. Na gut, dann will ich aber gucken, was da wenigstens unten war. Es gab doch noch einen Weg nach unten. Ich habe wenigstens da oben so ein Telefon gesehen, womit ich Cloud anrufen kann. So, hallo Cloud, schön, dass du mir deine Nummer gegeben hast. Ich will mit dir chatten und flirten. Oh. Komme ich nicht lang. Das heißt, jetzt ist wohl wieder Clouds Team dran. Dann kann ich hier bestimmt mit Tifa und Ares weiter. Und unsere Truhe, ich sehe sie ganz genau. Du bist einfach so drüber, ich glaub's nicht. Bedient. Damit sollte der Weg für euch ebenfalls frei sein. Da sind wir jetzt an der Reihe. Hab mir schon gedacht. Bleibt, wo ihr seid. Wenn was ist, melden wir uns. Okay, seid bitte vorsichtig. Ich sollte euch melden, wenn was ist, weil wenn was ist, dann seid ihr tot und das Telefon ist meilenweit entfernt. Ja, stimmt. Lalalalala. Wahrscheinlich geht das jetzt die ganze Zeit so weiter. Okay, ich habe schon gesehen, eine Tür öffnet sich, die andere schließt sich. Ich mir kurz gedacht habe, vielleicht mache ich einfach alle Türen jetzt auf, aber geht ja gar nicht. Wieder rüber. Du hast genauso rüber wie tiefer. So. Gibt's hier überhaupt anderes Zeug? Ja, stärkt defensiv, aber nur drei Sockelfassungen. Schafft's aber auch. Wow, das schafft's aber auch ganz enorm. Fast ums Doppelte. Der 3, wie viel hat man 1? 3. Okay. Hallo, da. Dreh dich um. Ich hoffe, das Geld geht sich aus. Du in deiner Armband. Ja, ist ganz schön teuer, das Zeug. Einen davon. Plattenschutz auf. Ja, das da. Physische Abwehr wird geschwächt, was? Gut, mein Plattenschutz auf. Schärft ihn jetzt gerade, schärft sie jetzt gerade wahrscheinlich. Magische Abwehr. Ja, da ist fast gleich. Da ist das ja eigentlich intelligenter. Das ist nur ein Mithril-Ding. Dir kann ich's geben.
Da ist da sogar noch eine weitere Zockefassung. Ich habe daneben. Das verstärkt dich ein bisschen, also warum nicht? Ja. Langsam aber sicher will ich das Spiel hinter mir bringen. Wie lange dauert das denn noch? Wahrscheinlich noch eine ganze Ewigkeit. Oh nein. Jetzt kommen wieder ein Haufen Viecher auf mich zu. Egal. Ich werde sie alle killen. Da ist eine Truhe, wo ich nicht rankomme. Ah ja klar. Na gut. Aua, aua, aua. Jetzt ist aber wieder Cloud am Werk. Ich sehe nichts mehr. Irgendwie bin ich jetzt gerade tiefer gewesen. Ja. Aber das eine Vieh. Oh nein. Gib auf. Drecksvieh. Ja, das war's für dich. Gute Noch Arbeit. was? Nee. So kann's weitergehen. Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch gut amüsiert. Drecks, sag ich, knall dich an. Vorsicht! Du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben. Hey, wo willst du hin? Das sehen wir vermutlich gleich. Ein Spacken. Das macht ihn kalt, wenn ich ihn sehe. Jetzt erst da lang, weil da war eine Truhe. Genau, da. Wichtig, Armreif. Ist, glaube ich, gut für magische Defensive. Ja. Hat aber keine Soppelfassungen. Also, unnütz. So. Er ist zerlegt. Ja, da hinten sehe ich. Oh nein. Du wieder. Erstmal die Drohnen hier platt machen. Ach, ich Depp, hab mich nicht geschützt. Kann ich nicht einfach Störung einsetzen? Feuer hilft wahrscheinlich nicht, oder? Oh! Ja! Schnell! Du auch! Ja, draufhauen! Dieses dreckige Mistvieh. Ich hasse es. So, geblockt, du Stümper. Nein. Oh oh. Mach mal Eis, vielleicht hilft's.
nichts geholfen, ne, oder? Ja. So. Na, ist das Teamwork oder was? Wie fühlt es sich an, wenn die Lieblingsspielzeuge zerstört werden? Immer wieder ein erquickendes Vergnügen, das mich wohl niemals überdrüssig werde. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Ich hasse die in so in Stücke. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zur nächsten Tour, oder? Ah, hau ab! Keine Tour da? So sieht nicht. So, dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Was wird das jetzt schon wieder? Oh nein, nicht sowas. Hau den Lukas, nee, nicht hau den Lukas, wie heißt das denn nochmal? Ach, wie heißt denn dieses, nicht Jahrmarktspiel, aber... Ist er drei. Mir fällt gerade nicht, wie es heißt. Das eine ist tot. Oh. Ja, hau ab, Tröte. Dauert dementsprechend lange. Bin ja gerade die ganze Zeit am überlegen, wie es heißt. Oh, das ist gut. Ja, super. Ich durfte die andere Technik einsetzen sollen. Nee, noch nicht. Das will ich auf das letzte Vieh einsetzen. Da! Ach, dieses Hamsterhauen, wo immer wieder Hamster auftauchen und man muss sie mit Hammer hauen. Beeilung. Er geht nach oben. Gibt es irgendwas? Ja. Kippenarme auf. Sieht ich jetzt 1000 Items, die ich nicht kenne. Ist besser als mein jetziger. Und hat 4 Sockbefassungen. Einen Song. Ist Toxin, Sanus drin. Ausweichmundschlag und diese anderen Dinge da.
habe ich denn noch? Ein. Oh mein Gott. Den Ausweichrunden Schlag oder wie der heißt überhaupt. Nee. Luft, Toxin, Gewitter. Dann gebe ich mir Gewitter. So. Wird schon passen. Weiter geht's. Weiß, vielleicht sollte ich mich heilen. Ja, sollte ich. So, perfekt. Jetzt würde ich diesen Frosch mal auf den Zahn fühlen. Seziert. Super, dann kämpfen wir jetzt gegen den Kochtopf. Was kann der Kochtopf denn? Außer kochen. Blitz ist gut, okay. Ansonsten kann er gar nichts. Außer Gift versprühen. Was hat er gerade gemacht? Okay. Oh, ich hab nur Blitz. Na egal. Ich sehe nichts. Was für ein Schwachsinn. Aber ich kann nichts einsetzen, weil ich gestoppt wurde. Oh Mann, sag ich Scheiße. Ist dieser Kampf hier Scheiße? Barrett, mach mal was. Ja. Einer ist weg, hoffentlich. So, jetzt mache ich euch alle kalt. Ich habe noch mehr Limit, noch ein Limit Move. Geil. Scheiß Giften. Ja. Die Eis verändern. Ja. Ja, so kämpft man gut. Die gebe ich den Rest. Ist viel. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht.
So. Einmal. Zweimal. Gut, dann werde ich hier wieder den Part beenden. Das geht ja ziemlich fix heute. Das war Final Fantasy VII Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.